Hola, ich bin James, James der Gärtner, und heute werde ich zuverlässige Partner für das Rosenbeet zusammentreiben. Treiben Sie zusammen mit? Bleibt da. Ja, gut. So, das Auftreiben ist jetzt zu Ende gegangen. Und hier habe ich ein paar Sachen. Die Leute fragen mich immer, James, wie gestalte ich mein Rosenbeet? So, wir sollten mit den ersten und wichtigsten zuverlässigen Partner im Rosenbeet anfangen. Und das sind die Rosen. Haha. Und hier haben wir ein paar. Und die sind mein besondere Empfehlung. Es gibt natürlich tausende von Rosen, aber was ich auf die Schnelle hier gefunden habe, sind drei Rosen. Aber die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Hier zum Beispiel die wunderbare Felicity Parmentier ist eine sommerblühende Rose. Das heißt, sie blüht einmal im Jahr im Sommer und das war's. Und hinterher macht sie ein paar Hagebutten. Tschüss. Dann wir haben hier Princess Anne. Eine Rose von David Austin, kennen Sie alle. Der Princess Anne blüht mehrmals im Jahr. Das heißt, sie fängt im Juni an zu blühen. Und wenn man regelmäßig das Verblühte rausschneidet, dann blüht sie und blüht sie und blüht sie und blüht sie, bis es ihr zu kalt wird. Ähnlich geht es bei Lavender Dream. Leider habe ich kein Bild, aber Lavender Dream ist ein Bodendecker-Rose. So, wir haben hier einen relativ hohen Strauch mit Felicity. Auch ein relativ so mittelhoher Strauch bei Princess Anne und ein niedriger Strauch bei Lavender Dream. So, hier wir haben drei verschiedene Höhenstufen, die wir in unserem Beet kreieren könnten. Lavender Dream ganz vorne, Princess Anne in der Mitte und Felicity ein bisschen weiter nach hinten. Zum Beispiel, man muss das nicht immer machen, aber Höhe ins Beet zu bringen ist sehr wichtig. Und dann brauchen wir ein paar Begleitstauden. Klar, ich weiß nicht, was für Böden Sie haben in Ihrem Beet, aber Rosen brauchen eine ziemlich fettige Erde. Es muss nährstoffreich sein und es muss auch Wasser halten können. Und all diese Stauden brauchen ähnliche Bedingungen. Also ich gehe davon aus, dass Ihre Böden ähnlich sind. So, habe ich hier ein Frauenmantel, Alkamille Eriscopoda. Und guck mal, das ist nicht das übliche, das stinknormale Frauenmantel. Guck mal, wie toll und hübsch das ist mit dem rötlichen Stängeln. Ist das nicht klasse? Also auf solche Sachen sollte man achten. Und das ist eine sehr kleine Pflanze und die kann hier im Vordergrund kommen. So, gepflanzt. Dann, was haben wir noch? Ja. Ein Rosenbeet ohne Geraniumen ist ein Irrtum. So, hier haben wir ein paar Geraniumen oder Storchenschnabel. Ich habe hier Geranium Magnificum Rosemore. Das ist auch ein einmal blühender Geranium. Es gibt Geranien, die ein bisschen mehr blühen können. Aber Rosemore blüht zur Rosenzeit. Und wie? Boah, ganz üppig, ganz toll. Ist ziemlich hoch, so 30, 40 Zentimeter, ein ordentlicher Klumpen an Blüten macht sie in der Mitte. Klasse. Nach der Blüte zurückschneiden, dann macht sie frisches Laub. Sieht sie ordentlich aus bis in den Herbst hinein. Und dann habe ich hier Geranium Sanguineum Tiny Monster. Und das ist ein, ja, so ein dauerblühender Geranium. Ab dem Sommer blüht sie bis in den Herbst. Und sie kann klettern, also sie wird ihren Weg durch die Rosen finden. Und das sieht romantisch aus, okay? Dann, was haben wir noch? Die pfirsichblättrige Glockenblume. Das darf auch nicht fehlen, weil sie blüht zur Rosenzeit. Es gibt weißblühende, es gibt blaublühende. Die sind sehr zierlich, wie Sie sehen hier. Wichtige vertikale Akzente. Also was wir hier haben mit dem Frauenmantel ist flach, Geranium. So polsterartig,
Das ist so eine Kletterpflanze. Wir brauchen dann ein paar Vertikale. Und die pfirsichblättrige Glockenblume liefert diese Vertikale. Also Stängel, Glocken. Klasse. Nach der Blüte schneiden Sie die Stängel zurück und dann kriegen Sie eine Nachblüte. Etwas schwächer als die erste Blüte, aber immer noch, immerhin, ein bisschen Ebbs, ein wenig Ebbs. Nochmal für Vertikale, Iris Sibirica. Also die Bartirisse bevorzugen einen sehr trockenen Boden. Die sollte man nicht in einem Rosenbeet pflanzen, aber Iris Sibirica mag es ein bisschen feuchter. Blüht zur Rosenzeit, liefert die Vertikale, blüht nur einmal im Jahr, aber trotzdem, man kann die Stängel stehen lassen, weil die bleiben lang schön und liefern diese wichtigen vertikale Elemente, die wir brauchen. Was haben die noch? Allium, Zierlauch. Im Moment blüht sie nicht, aber man muss jetzt vorsorgen. Also ein paar Zierläuche kann man zwischen die anderen Pflanzen streuen. Und dann im Sommer hat man diese wunderschöne, so rundliche Kügeln durch die Beete, die schweben über die anderen Pflanzen. Und man lässt die natürlich durch den ganzen Winter stehen, solange die aufrecht bleiben. Was habe ich noch? Phlox, Phlox paniculata. Egal welche Farbe, Phlox gibt es in vielen Farben. Also man nimmt was zu den Rosen passt. Ich habe hier so eine pink-rosefarbene Ding. Phlox könnte man ziemlich groß hinten im Beet. Und Phlox mag es feucht. Also es darf im Sommer nicht austrocknen, sonst kriegt sie Mehltau. Für später im Jahr Calamaris incisa. Der Schönaster, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Große Staude, aber sehr buschige, sehr dicht verzweigte Staude, die im zweiten Jahreshälfte blüht, bis in den Herbst. Sehr wichtig. Und auch bombenfest. Und hier im Vordergrund, ich dachte, ein kleiner Erregeron, Feinstrahlaster, blüht auch zur Rosenzeit und kann dann, bis es wirklich kalt wird, wird sie blühen. So. Und wenn man Platz hat, eine Pfingstrose. Und hier habe ich auf meinem Sack habe ich hier wenig Platz, aber da. Normalerweise, also früher blühten die Pfingstrosen vor den Rosen, aber die letzten Jahre haben wir Pfingstrosen und Rosen zur gleichen Zeit. Egal, aber Pfingstrosen sind total schöne Pflanzen. Die haben eine relativ kurze Blütezeit, aber die nehmen ziemlich viel Platz ein und machen riesig große Blüten und man kann sich drüber freuen. Und in Ruhe lassen. Nicht versetzen, gar nichts tun, einfach pflanzen, vergessen, genießen. So, das war mein Rosenbeet. Mein Assistent Karl Gustav hat netterweise mir einen Tee hingestellt. Und das werde ich jetzt trinken. Ist gut, dass man muss immer Sauerstoff in den Tee bekommen, sonst schmeckt es nicht. So, auf unser Rosenbeet, machen Sie das zu Hause. Falls Sie Fragen haben oder Vorschläge für weitere Filme, dann schreiben Sie bitte in die Kommentare irgendwo hier unten. Und falls Sie weitere Filme sehen möchten über weitere gärtnerische Themen, dann hier in diesem Bereich sind sehr viel. Klicken Sie drauf.